Von Kapfenberg zum Grünen See und weiter nach Mariazell. Durch die Kombination von Zügen und Bussen ist das öffentliche Verkehrsnetz in der Region rund um den Hochschwab bereits gut ausgebaut. Um das Angebot auch für Touristen attraktiver zu machen, gibt es das Freizeitticket der Steirischen Verbundlinie. Das Freizeitticket ist ein Angebot in der Steiermark, wo man um 13 Euro, also ein Erwachsener, zwei Erwachsene, um 26 Euro, die können auch zwei Kinder mitnehmen unter 15 Jahren, wo man Samstag, Sonntag und an Feiertagen die Steiermark mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln bereisen kann. Man kann also die Steiermark mit den Öffis erkunden, man kann unsere Sehenswürdigkeiten besuchen, man kann zum Beispiel hier in der Hochsteiermark Mariazell besuchen, die Basilika anschauen, das alles ohne Stress, nämlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Passend zum Start der Urlaubszeit will Landeshauptmann Stellvertreter Anton Lang gemeinsam mit den Bürgermeistern aus Kapfenberg, Mariazell und Turnau nun stärker auf dieses Angebot aufmerksam machen. Davon profitieren natürlich die Pendlerinnen und Pendler, die Bevölkerung, aber auch zahlreiche Gäste, unsere Tourismusbetriebe. Und es ist wichtig, dementsprechend auch ins Bewusstsein zu rufen. Das wollen wir jetzt stärker machen. Es gibt ein Imagevideo, es gibt dementsprechende Publikationen. Und ich glaube, das ist ein enormer Mehrwert für den Tourismus in der Region. Egal ob Tagesgäste, die Naherholung suchen oder Touristen, die länger in der Region bleiben wollen. Mit einer stündlichen Taktung nach Turnau und einer zweistündlichen Taktung nach Mariazell sind unzählige Ausflugsziele bequem von Kapfenberg aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Ich glaube, es wird immer interessanter, dass man nicht zu einer superschönen Sehenswürdigkeit mit dem Auto hinfährt, dass man dort wahnsinnig viele Parkplätze braucht. Man kann ganz entspannt mittlerweile mit den Öffis hinfahren, auch wieder heim. Das heißt, man kann einmal ein Glas oder zwei trinken und dann wieder heimfahren. Von dem her wird das auch sehr stark genutzt und das Angebot ist sehr gut mittlerweile.